Moin, liebe Robotics Community. Ich bin heute hier, um euch zu zeigen, wie man mit dem Simatic Robot Integrator ganz einfach mit Robotern umgehen kann. Und heute schauen wir uns an, wie man einen Roboter im Tippbetrieb verfahren kann und dann diese Position einspeichern kann. Dazu wähle ich jetzt auf meiner Oberfläche einmal den Jogscreen aus, wähle dann noch aus, auf welcher Achse ich den Roboter verfahren möchte und muss dann nur noch über die Plus- und Minus-Tasten den Roboter tatsächlich verfahren. Diese Position ist für mich okay, das heißt, ich möchte sie speichern und dazu drücke ich jetzt nur noch auf die Teach Position-Taste. Und das war's auch schon. So einfach geht es, den Roboter hin und her zu fahren und die Position zu speichern.